oder Kodiaq RS in Stahlgrau, wie er hier ist. Das ist die einzige nicht aufpreispflichtige Farbe. Diese Farbe kennen wir schon vom Octavia S zum Beispiel. Sieht richtig gut aus. Manchmal kann ich mich daran satt sehen, aber bei diesem SUV hier, bei dem stärksten Diesel-SUV hier der Marke, da tatsächlich geht es noch, finde ich, vor allem in den Kontrastfarben hier mit dem Kontrastschwarz, was immer wieder auftaucht, ob das an den Spiegeln ist, an den Außenspiegeln, an der Dachreling oder an der Fensterumrandung oder hier vorne am Grill. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu automativ.de. Das Auto, das klingt, wenn ich hier gerade hergefahren bin, richtig kernig, richtig brummig, und das ist etwas ungewohnt. Ich mag es eigentlich auch nicht, aber dieses Auto hat das, ein Soundaktuator oder Generator, wie man das nennen mag. So klingt es im Sportmodus vor allem richtig, richtig brutal und richtig, als hätte man einen dicken V8 unter der Haube, aber noch ein bisschen abgewandelt, sodass es ein bisschen besonderer klingt und man noch merkt, okay, das kann kein Benziner V8 sein. Das werden wir gleich hören, wenn wir damit fahren. Ist ein zwiespältiges Ding. Wie gesagt, ich mag diese elektronisch erzeugten Sounderlebnisse eigentlich nicht eines Motors, aber in diesem Fall kann man das schon für gut befinden. Ja, ganz kurz zu dem Preis hier, wie er hier steht. Wir haben hier 60.000 Euro in dieser Form, mit diesen Optionen, in diesem Fahrzeug, normalerweise 49.999 oder 990, also 50.000 Euro. Die Hälfte der Optionen, die hier drin sind, auf die könnte man verzichten, kommen wir auch peu à peu noch darauf zu sprechen. Ja, serienmäßig, aber hier vorne ist alles, was man sieht, zum Beispiel die Voll-LED-Lichter hier vorne, dann Tagfahrlicht, auch Voll-LED, dann dieses Ganze in schwarz lackiert, hochglanzschwarz lackierte Kontrastteile, wie der Grill, Kühlergrill hier vorne, natürlich das Logo, alles, die komplette Front nach unten gezogen, das ist natürlich alles serienmäßig und schaut richtig, richtig gut aus. Ich finde, auch wenn dieses Auto hier nahezu baugleich mit vielen Komponenten eben mit dem Tiguan Allspace ist, beides als Siebensitzer bestellbar. Der hier trägt auch die zwei Notsitze hinten für die Kids drin. Die sind im Boden integriert. Das nimmt natürlich Kofferraum weg. Beim Tiguan Allspace habe ich davon abgeraten, die zwei Sitze hinten zu nehmen. Bei dem hier werde ich das wahrscheinlich auch tun, denn die Qualität ist hier zwar ein bisschen besser, so habe ich das Gefühl, als beim Tiguan Allspace, den wir da gefahren sind, aber man braucht sie. Wenn man sie nicht unbedingt braucht, kann da kein Mensch sitzen, außer kleine Kids eben. Und dafür ist es dann eben noch zu klein, das SUV, finde ich, als dass man dann zu siebt ordentlich in den Urlaub fahren kann. Obwohl das SUV an sich ein großes Ding ist, aber immer noch, muss man sich immer noch klar machen, deutlich kleiner zum Beispiel als ein Q7. Ja, hier vorne an der Front sind wir fertig. Unter der Haube, ganz kurz dazu noch, da schlummert ein, ich kann auch mal kurz aufmachen, da schlummert ein Vierzylindermotor drin mit 240 PS. Den gibt es schon auch aus dem Volkswagen Konzern natürlich, auch aus dem Passat. Der hat den Dieselmotor auch, der Tiguan hat den Dieselmotor auch und Skoda hat ihn auch gekriegt. Das ist der ganz normale TDI. Unter diesem Zeichen hier, unter dem Skoda-Zeichen, was immer so draufgeklebt ist, da schlummert auch das VW-Zeichen. Also das ist alles das Gleiche. Es macht aber nichts, denn man kann ja in der Motorcharakteristik und vor allem in der Abstimmung des Gesamtfahrzeugs ganz, ganz viel noch machen, sodass es den eigenen Touch kriegt, den eigenen Skoda-Touch. Also auch wenn jetzt der ganz normale Volkswagen-Motor verbaut ist, er ist im Ansprechverhalten und auch mit der Abstimmung mit dem Doppelkupplungsgetriebe hier, 7-Gang, noch ein bisschen anders, als man ihn vom Tiguan kennt. Ich finde ihn deutlich angenehmer, deutlich kerniger, deutlich sportlicher. Werden wir auch gleich noch sehen, wenn wir damit fahren. Ja, hier vorne sind wir fertig. Wenden wir uns kurz mal an die Seite hier bei den Felgen. Die sind nämlich hier 20 Zoll groß an der Seite. Sieht man jetzt nicht so wahnsinnig, weil die eingesaut sind hier in diese Grütze. Ist natürlich alles eingesaut hier im Umland von Hamburg. Macht aber nichts, denn ein SUV kann auch mal, darf auch mal so aussehen. Es gibt nur dieses eine Design, 20 Zoll groß, wie gesagt. Dahinter die roten Bremssättel der 17 Zoll Bremsanlage. Die ist nicht übermäßig groß, denn da ist noch ordentlich viel Luft. Wenn man so mal bei Porsche guckt, da ist alles komplett ausgefüllt. Braucht es aber auch nicht. 1,9 Tonnen, 240 PS, 500 Newtonmeter sind zwar eine Kraft, aber die 17 Zoll Bremsanlage, die reicht dann auch und das passt dann auch. Ja, hier an der Seite ganz kurz nur, sieht gut aus, sieht gedrungen aus, ist ein langes, schönes Design, auch mit dieser Linie hier, die ist schön ins Blech geprägt. Das sind definierte Kanten, auch hier vorne, die hier entstehen. Das macht es ganz schön und vor allem, wenn man hier aus diesem Winkel gerade drauf schaut, schaut es ein bisschen aus, ganz bisschen aus, wie ein Range Rover Sport, aus diesem Winkel hier zumindest, mit dieser umlaufenden Kante und den Scheinwerfer dann runter.
Aber das passt alles. Muss ja auch Ähnlichkeiten irgendwie aus irgendwelchen Ecken und Winkeln geben. Ja, schwarz abgesetzte Spiegel, schwarz abgesetzte Dachreling, schwarz abgesetzte Fensterumrandung. Steht toll in dem Kontrast zu dem Stahlgrau. Wer das Stahlgrau nicht haben möchte, kostet 0 Euro, habe ich schon gesagt, kostet gar keinen Aufpreis. Gibt es auch noch diese Race Blue Farbe. Da sind die meisten meiner Kollegen damit unterwegs gewesen. Race Blue ist nämlich nur exklusiv für den Kodiaq RS. Kostet 480 Euro, glaube ich, Aufpreis. Ist auch eine schöne Farbe, aber die gefällt mir noch ein bisschen mehr. Ich glaube, die würde ich mir tatsächlich heutzutage in dieser Zeit jetzt gerade mal doch nehmen. Ja, da unten, diese Beplankung ist normaler Kunststoff. Ist natürlich auch klar, weil SUV macht Sinn. Ja, der Leitspruch von Skoda ist ja simply clever und wie auch jeder das zeigt, zum Beispiel hier der ausfahrbare Türkantenschutz, ist eine clevere Lösung, ist witzig und auch natürlich der Schirm hier, zeigt auch jeder, macht Spaß. Das aber nur am Rande, hier gibt es natürlich auch wieder diesen Schutz, aber was ich jetzt hier leider nicht habe, das ist eine Option, aber an den Kopfschützen hier vorne, da gibt es als Option, das kann man vielleicht einblenden, zwei Seitenteile in den Kopfschützen drin. Die klappt man so runter und dann kann man hier hinten auf diesen Wildleder-Alcantara gesteppten Sitzen mit roten Nähten und gebrandetem RS-Logo, richtig cool und ganz schön Beinfreiheit und Kniefreiheit, kann man hier hinten tatsächlich dann schlafen und in Ruhe mal ein bisschen, dass der Kopf nicht gehalten werden muss von den Schultern, sondern dann ist man total entspannt und kann hier hinten mal ein bisschen auch sich ausruhen mit dieser optionalen Nackenstütze. Ist ähnlich wie im Flugzeug, wenn man diese Kissen hat, ne? Wenn man die mitnimmt, das ist ähnlich wie das. Ist eine clevere Lösung und dafür finde ich Skoda immer ganz toll, dass die hier immer so spritzige Gedanken haben. Übrigens als Option gibt es für die Seite noch Trittbretter. Muss man heutzutage nicht mehr haben, finde ich, aber man kann es noch haben. Ja, hier hinten der Kofferraum fährt elektrisch aus und ein, auf und zu, ist aber auch eine Option, ist nicht serienmäßig. Serie ist ganz normal mit den mechanischen Teilen hier. Das hat sich hier nicht geändert gegenüber dem normalen Kodiaq, deswegen gehe ich jetzt auf den Kofferraum auch nicht ein. Nochmal hier die Sitzreihe hier hinten, die kann man hier dann tatsächlich auch runter machen oder man zieht sie dann eben zu sich her, sonst lässt man die ganz schnell hier sausen, genau. Und dann gibt es auch noch eine Taschenlampe hier hinten drin zum Beispiel. Das sind immer alles solche cleveren Lösungen von Skoda, die ich einfach mag, weil man hier immer sieht und merkt, da haben sich Leute Gedanken gemacht, wie man den Arbeitsalltag oder den ganz normalen Alltag mit Kind, Familie und Kegel leichter machen kann. Auch bei so einem sportlichen Modell ist das natürlich von Bedeutung. Ja, ganz kurz zum Heckdesign, nur ganz, ganz schnell. LED-Lichter hier scharf geschnitten, schön geschnitten. Eine nur beim Kodiaq umlaufende Reflektorband hier unten und auch hier unten diese deutlich ausgestellten und in die Länge gezogenen Endrohre, die gleich an den Seiten sitzen, damit es das Heck schön runterzieht, damit es schön auf der Straße oder hier auf diesem Matschweg sitzt. Aber Achtung, natürlich ist das eine Endrohr nur funktional, das andere, ich glaube, das rechte ist nicht funktional, das linke, da ist der Abgasstrang, wird dann tatsächlich das Abgas abgeleitet. Apropos Abgas, natürlich alles nach Euro 6. D-Temp, der Motor ist ja mittlerweile ein richtig sauber Motor. So, das Wichtigste an dem Auto, wie fährt es sich denn? Weil man kauft sich ja auch so ein Auto, weil es sportlich fährt, weil es knackig fährt, weil man damit ordentlich Power haben will. Und ob das tatsächlich so ist, das sehen wir jetzt. Motor läuft, Driving Mode ist tatsächlich aber noch auf Komfort und jetzt auf Sport, aufpassen, hört man ganz minimal, hört man jetzt glaube ich im Mikrofon nicht, aber man hört es hinten jetzt schon blubbern und zwar auch aus den Endrohren raus und auch hinten im Kofferraum, was da nach vorne kommt, so ganz leicht wie so ein Mini V8, dabei ist ja eigentlich nur ein 14, also man macht dann noch ganz elektronisch vier Zylinder dazu. Ja, die ersten Meter gleich auf Anhieb fühle ich mich hier echt wohl. Das liegt auch teilweise an dem Lenkrad hier mit dieser Perforierung. Das passt alles. Es liegt richtig gut in der Hand und auch die Sitze, die haben einen sofort und man sitzt hier
mit relativ langen Sitzauflage, mit einer langen Sitzauflage hier vorne, hat man einfach eine richtig angenehme Position. Und ich wage mal wieder zu sagen, zu behaupten, das ist eine angenehmere Position als beim Tiguan. Eine sportlichere Sitzposition irgendwie. Und pünktlich zu unserem Filmdreh wieder, jetzt hier im Auto, fängt es wieder an zu regnen. Da wäre echt ein Glück. Naja, typisch Hamburg. Vor mir ein digitales Cockpit. Kennt man auch von VW. Die Gestaltung, die obliegt natürlich Skoda. Die Hardware ist dieselbe, aber die Gestaltung hier, die ist nochmal sportlicher, nochmal intensiver mit den roten Akzenten hier im digitalen Bereich. Von der Aufteilung her ist es aber genau das gleiche wie bei Volkswagen auch. Ja, das hier, die beiden Systeme Columbus und das andere, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Das Top-System hier haben wir hier verbaut, das ist auch optional. Klar, keine Serie, das kleinere ist natürlich in der Serie, selbst beim Kodiaq RS. Ja, Fahrgefühl. Es ist super direkt, das kann man auf jeden Fall sagen. Die Schaltwippen hinterm Lenkrad, die sind nicht serienmäßig, komischerweise, sondern die sind optional. Gerade wenn man hier aus dem ersten Gang auch raus beschleunigt. Erstens ist er relativ spontan, vor allem für einen Diesel ist er relativ spontan. Und zweitens hat er richtig, richtig Druck. Die 240 PS und 500 Newtonmeter, das merkt man schon, dass die ab 1750 Umdrehungen schon anliegen. Das ist richtig, richtig cool. Ja, und auch dieses ganz normale langsame Cruisen, das kann er ganz genauso gut. Und um es zu beurteilen, ob er jetzt direkt oder präzise oder nicht so direkt ist, da reicht schon, wenn man hier mit dieser Geschwindigkeit vor sich her tuckert, weil man merkt, jede kleine Bewegung hier im Lenkrad, die wird sofort umgesetzt. Denn im Lenkrad, Progressivlenkung ist serienmäßig, muss man natürlich kein Häkchen setzen bei so einem sportlichen Modell. Das heißt natürlich, je nach Geschwindigkeit, ne, lenkt die auch anders, wird sie halt sensibler. Aber selbst bei dieser geringen Geschwindigkeit hier von 40 km/h, weil hier gerade eine Schule ist, merkt man, okay, das Auto fährt genau dahin, wo ich es haben will. Ist man von SUV nicht so wahnsinnig gewohnt? War ich bislang nur gewohnt von Macan. Porsche Macan ist so, aber ist natürlich auch ein bisschen kleiner. Und der Tiguan war auch gut, klar, aber nicht ganz so gut hier wie das Auto hier. Zumindest kommt mir das so vor, denn hier ist alles nochmal deutlich strammer. Auch die Gasannahme. Ich bin ganz wenig auf dem Gas, bin jetzt im dritten Gang. Und der Motor ist sofort da. Sofort, wo ich ihn brauche. Im dritten Gang rausbeschleunigen, ganz leicht drauf. Perfekt. Als wäre das Gaspedal mit einem Seilzug direkt mit dem Motor verbunden. Und der Motor hätte einen ganz kurzen Weg dazwischen, zwischen Gaspedal. Und als würde man mit dem Finger an so alten V8-Motoren oder Vergasermotoren immer das Gashebelchen ziehen. So ist das hier. Stark, da kann sich Audi tatsächlich für den A7 oder A6 mit dem 3 Liter Diesel echt eine Scheibe in der Abstimmung von abschneiden. So geht Spontanität. Das ist genau das, was man braucht und was man will. Nicht unbedingt immer volle Sportlichkeit, aber Direktheit, dass das Auto genau das macht, was man gerade in dieser Sekunde in auch ganz kleinen Veränderungen macht. So, jetzt ist Ortsausgang. Schalte ich meinen zweiten. Zweiter mag er nicht, er dreht nicht so gern, dreht nur bis 4000, bis 5000, ja, 4600, glaube ich, seine Maximaldrehzahl. Aber man merkt, da ist ordentlich Kraft da. Es ist nicht übermäßig, dass man jetzt hier in die Sitze gepresst wird. Wer sowas sucht, der muss natürlich noch eine Stufe höher gehen. Gibt es bei Skoda nicht, gibt es da nur noch bei Porsche oder auch aus dem Konzern rausgedacht bei Alfa Romeo. Stelvio QV natürlich. 510 PS, der hat natürlich nochmal einen ganz anderen Punch als das Auto hier, das ist natürlich auch wieder klar. Aber nicht jeder will einen Benziner und ich finde es super spannend, dass Skoda hier auch mit dem Diesel nochmal so hausieren geht, weil man eben weiß, dass der Diesel so wichtig ist und gerade auch im Geschäftskundenbereich, Flottenbereich
auch seine Position verdient hat. Oh ja, im vierten Gang Durchzugsbeschleunigung hier raus auf 120. Super. Macht echt Spaß. Und auch wenn man jetzt hier wieder abbremst, die Bremse reagiert ganz genauso auch wie das Gaspedal. Das finde ich super. Finde ich echt toll abgestimmt. Ganz, ganz feinfühlig die Bremse. Das macht echt Spaß, mit dem Fahrzeug zu fahren. Bin ich wirklich überrascht, wenn auch, dass ich nichts anderes erwartet habe, muss ich auch wieder zugeben, weil ich kenne ja Octavia S, der ist ganz genauso von seiner Machart, auch so präzise. Und das passt ja auch immer bei diesem Fahrzeug. Aber hier denkt man nicht, dass man höher setzt in einem 1,9 Tonnen schweren SUV. Das ist schon eine wirklich schöne Sache. Ja, ansonsten hier DSG-Wählhebel kennt man, der ist in unverändertem Design nochmal gebrandet mit dem VRS-Logo. Das passt alles, Manuell-Modus, Automatik-Modus, also andersrum, wie ich es jetzt gezeigt habe. Dann gibt es noch separate Offroad-Buttons und natürlich ganz viele Fahrmodi von Eco, Komfort, Normal, Sport oder Snow. Ja, ob man das jetzt alles so unglaublich braucht, diese vielen verschiedenen Feinheiten, weil ich würde jetzt bei diesem Fahrzeug eigentlich immer nur im Sportmodus fahren. Denn sonst brauche ich natürlich kein RS-Modell, wenn ich alles hier präzise und der Lenkwiderstand eben auch ein bisschen strammer ist als im normalen Eco-Modus. Übrigens, Lenkwiderstand ist ja immer so ein Thema bei mir. Auch übrigens fällt mir gerade ein, die Aufpolsterung des Lenkrads. Es könnte noch ein bisschen dicker sein. Also es ist gerade so hart an der Grenze. Es ist im Moment noch ein bisschen dünnes, finde ich. Es könnte tatsächlich noch ein bisschen schöner und dicker aufgepolstert sein. Aber zurück zum Lenkwiderstand. Der Lenkwiderstand passt auch. Aber auch ich mag ja immer, wenn es ein bisschen strammer ist. Wenn ich ein bisschen mehr hier arbeiten muss an der Lenkung. Das ist gerade so auf der Kippe wieder, dass ich sage, okay, doch, nee, passt, würde ich machen. Ein bisschen strammer, hätte ich nichts dagegen.